Ich heiße euch alle herzlich willkommen zurück zu richtig Spyro and the Dragonfly. Wir haben als letztes, falls der ein oder andere sich nicht mehr erinnern kann, hier nochmal ein bisschen gearbeitet. Und als nächstes, der Atlas verrät uns, wo wir als nächstes hin müssen. Wir haben schon 51% des Spiels. Wir müssen als nächstes ins Affenkloster. Das Affenkloster ist von diesem Level da vorne eigentlich relativ weit entfernt, finde ich. Aber andersrum, naja, wenn das Spiel meint, dass wir da jetzt hin sollen, dann gehen wir da halt hin. Das Affenkloster, einer meiner, sagen wir mal so, unliebsten Level, weil, ja, das Spiel ab dem Zeitpunkt eigentlich oftmals rumbockt. Ich hoffe mal, dass das heute hier und jetzt nicht passiert. Hey, Baby, hier wurde die Tüte-Büsse. Jetzt wurde sie, weil ich Baby, wurde die Tüte-Büsse. Ich will jetzt nicht zu sehen. Jetzt ist es die Tüte-Büsse, Baby. Und hier will ich mein Baby. Und hier will ich mein Baby. Sehe ich auch so. Also, Eisatem. So, dann kommen wir hier auch rein. So, bevor wir den Eisatem nicht gehabt hätten, hätten wir hier nicht reingriffen. Also wisst ihr Bescheid, also, in welcher Reihenfolge man dieses Spiel eigentlich machen sollte. Jo, das haben wir aber schon ein paar Mal mehr gemacht, also da erzählt Sparks uns mal, aber sowas von nichts Neues. So. Hier müssen wir einiges Feuer machen. Sonst nerven die Sachen alle uns ja alle. Du hast Fluffy gefangen. Weil wir. Oh, da hinten war. Weil das sonst einfach hier vielleicht ein bisschen stressig wird. Oh. Ich habe an einem fantastischen neuen Experiment gearbeitet, aber plötzlich verschwand ich aus meinem Labor. Falls du noch ein paar Libellen findest, könnte ihre Magie diesen Apparat bestimmt wieder in Gang bringen. Jo, wenn 45, wir haben... Wie viel haben wir? 47. Also 65 und wir haben 47. Müssen wir noch ein paar Level nochmal... Wir müssen noch ein paar Level dann besuchen. Neben der Hauptmap. So. Ich glaube, die nächste Libelle kommt auch gleich schon. Also wieder auf Blubberbläschen umswitchen. Genau hier ist sie. Du hast Masa gefangen. Yay! Die Schäfchen wollen aber auch weg. So, war hier auch noch was? Nee. Gut. Eistor. Ihr wisst Bescheid. Klar, man sollte meinen, dass ich das jetzt endlich wüsste. Okay, welche Herausforderung ist es diesmal? Gut, diese Libelle ist so gut wie frei. Jo, machen wir aber gleich erst. Schon sagen, das weiß er jetzt nicht wieder nicht. So. Ich wollte eigentlich nur schlecker. Dann lassen wir den Schäfchen seine Schafwolle halt. Mann, doch. Aber den hier nicht. Und den hier nicht. So, Eisatem. Dann gehen wir mal die Sachen durch. Also. Ich glaube, hier gleich genau. Hier gleich am Anfang ist auch schon nur ein Ding. Ja, das wird knapp, dadurch, dass wir jetzt einmal gebremst haben. Ich weiß aber nicht, ob da oben noch eins war. Ich glaube ja. Aber egal.
Wir gehen erstmal hier durch, gucken einmal, wo die ganzen Sachen sind. Also, hier haben wir noch ein Feuerchen. Hier haben wir noch eins. Nee, da ist keins mehr da oben. Hier haben wir noch eins. Und da hinten in der Ecke haben wir noch eins. Das ist jetzt null. Da ist es gewesen. Liegt einfach daran, dass wir hier nochmal das eingesammelt haben, sonst hätten wir es hier geschafft. Aber andersrum. Fail. Passiert. Wir wissen ja jetzt, welche Route wir gehen müssen. Also hier rum. Oder auch nicht darum. Auch eine nette Sache. So, jetzt aber danke. Einmal Feuer Nummer 1. Diese dämlichen Schäfchen, ne? Deswegen wollte ich sie alle vorher killen. Aber wir sind ja hier in dem Abschnitt gewechselt. Das heißt also, dass der dann ja wieder da ist. Genau, rüber auf die andere Seite. Und weiter geht's. Den einfrieren. Nein. Die Hornattacke. Und Dankeschön. Das waren sie. Das waren sie. Das waren die Herausforderungen. Und zwar. Du hast Howie gefangen. Yeah, Howie. So, das Affenkloster, was wir jetzt bislang immer noch nicht gesehen haben, das kommt noch. Oh. Nämlich dort, wo wir eben waren, mit diesem komischen Typen da. Nein, das ist nicht das Affenkloster. Das ist, glaube ich, das danach folgende Level. Wir müssen hier noch eine weiter wie die Leiter. Ohne Walter. Ja, nur noch weiter. So. Hier nämlich rüberfliegen. Hier Skills zeigen bis zum Gehen nicht mehr. Gleich hier vorm Affenkloster. So, da oben ist das Affenkloster. Wir müssen jetzt schon gleich wieder Blubberbläschen machen, weil ich glaube, da ist die letzte Libelle. Irgendwie sowas habe ich in Erinnerung. Meine Erinnerungen täuschen mich manchmal, aber da nicht. Du hast Sandra gefangen. Alle Libellen gefunden im Hauptlevel. So, ich glaube, gleich haben wir auch dann alle Diamanten gefunden im Hauptlevel. Hier sind nämlich die letzten. So, mit dem Affen sprechen tun wir gleich. Oder habe ich jetzt echt gesehen, welche? Kann auch gut möglich sein. Eigentlich nämlich sollten wir jetzt alle haben. Schauen wir nochmal in den Atlas. Und der Atlas sagt, dass uns noch insgesamt einige fehlen. Nämlich ganze 77. Egal, sprechen wir mit dem Affen. Hallo Affe. Gut gemacht, junger Drache. Das sollte reichen, damit mein Ballon wieder funktioniert. Komm an Bord. Jo, machen wir. Jo, machen wir. Und los geht's!